So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben ganz kurz wieder ein paar Infos für euch zusammengefasst, denn eigentlich wollte ich heute eine ganz andere Sendung machen. Die seht ihr dann aber später. Dafür gibt es heute keine Ramses Kitchen Folge, weil zwei Folgen Pokémon kommen, denn drei Folgen am Tag finde ich trotzdem irgendwie zu heftig für die Zuschauer. Also gibt es eigentlich immer eine Folge Pokémon und eine Folge Ramses Kitchen, solange wie ich da noch was vorproduziert habe. Und wenn mal zwei Folgen Pokémon kommen, gibt es eben keine Ramses Kitchen. So werden wir das machen. Wenn es abends einen Stream gibt, gibt es auch tagsüber nur eine Folge. Das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Optimal wäre es, wenn sogar nur eine Folge kommen würde am ganzen Tag. Aber wann soll ich sonst die Ramses Kitchen Sachen raushauen? Jetzt ist es also soweit, das Mond-Neujahrs-Event ist zu Ende. Deswegen gibt es im Prinzip eine Sondersendung heute Abend. Denn im Mond-Neujahrs-Event gab es ja vermehrt rote Pokémon. Und viele rote Pokémon konnte man auch als Shiny bekommen. Besonders ein kleines, nerviges, was unmöglich ist, als Shiny komplett Familie zu bekommen. Aber ich habe dazu ein Video gemacht, das seht ihr heute Abend, ob ich das Unmögliche geschafft habe. Außerdem steht nun fest, was das nächste C-Day Pokémon ist. Ihr habt fleißig abgestimmt und wie schon gedacht, Rihorn hat das Rennen gemacht. Gestern kam die Meldung raus, einfach nur, Rihorn wird der nächste C-Day. Manche sind enttäuscht, warum auch immer. Die sagen, ich wollte Rattini oder ich wollte Macholo. Die gab es doch schon als Shiny überall. Und ihr könnt die doch, Macholo gibt es so oft bei normalen Kampf-Events oder sonst was schon zweimal hintereinander. Aber Rihorn, es gab doch noch nie ein Event mit Rihorn sozusagen, oder? Gut, gab es bestimmt auch, weiß ich noch nicht mehr. Trotzdem, das als neues Shiny, das als richtig saftiges, effektives, krasses Pokémon, das finde ich doch richtig genial, das will ich doch sehen. Ich bin zufrieden, ich finde es nur komisch, dass trotzdem keine Ergebnisse irgendwie so veröffentlicht wurden. Oder gab's das? Gab's irgendwo eine Grafik, wo man sehen konnte, wie viele Stimmen, also wie viele Aufgaben für Rihorn, für Macholo, Dratini und Vulpix abgeschlossen wurden? Oder heißt es einfach nur, okay, Rihorn hat gewonnen, fertig. Da können die ja viel erzählen. Kann ja sein, Vulpix hatte die meisten Stimmen, aber sie wollten von Anfang an einfach Rihorn raushauen. Sagen jetzt einfach, Rihorn hat gewonnen. Könnt ihr das nachprüfen? Ich vertraue da nicht drauf. Ich habe gleich gesagt, die geben euch ein Pokémon, was sie sowieso raushauen wollen. Stellen noch drei andere dazu. Ihr wodet euch die Finger wund und ganz am Ende sagen sie dann, ja, unser Pokémon hat sowieso gewonnen, aber nur, weil ihr das gewählt habt. Woher wollt ihr das wissen? Könnt ihr doch gar nicht. Das machen die einfach so. Rihorn also nächster C-Day. Und genau da ist Karneval und ich muss in Wasung rumrennen mit meinem Girl und dreh schon wieder durch. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich will doch lieber Pokémon spielen, aber mal gucken. Vielleicht lasse ich sie einfach alleine. Nein, ich muss da ja mit. Ich muss. Richtig, muss, müssen. Müsst ihr auch manchmal. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann gibt es neue Krypto-Pokémon, was auch richtig genial ist oder auch nicht. Es wurden folgende Pokémon genannt. Vulpix, Owei, Ammonitas, Traunfugil und Kanivania sowie die Team Go Rocket Bosse haben jetzt auch neue Pokémon. Die haben gewechselt. Ihr könnt von denen nämlich jetzt Pinsir, Flunkiefer und Tarnell bekommen. Eigentlich haben die immer so mächtig übertriebene Sachen. Aber jetzt Tarnell, diese kleine Wurst, da ist Pinsir, finde ich, noch am heftigsten von denen. Aber gut, die haben ja eigentlich immer nur Vorstufen gehabt von irgendwelchen Sachen und die konntet ihr danach fangen. Kann ja nicht sein, dass die Metagross im Kampf haben, also können sie auch. Und ihr kriegt dann gleich einen Metagross gefangen, so. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich bin ja eh beim Team Go Rocket so weit, dass ich jetzt die drei Leader besiegen muss. Ich weiß nur nicht, wann ich das mache. Eigentlich habe ich ja Zeit, solange wie ich hier noch Sachen raushauen kann, mache ich das. Aber sobald ich dann gegen die Leader muss, sehen wir ja, was haben die für neue Pokémon, was können die fangen, was gehört zu wem. Und sind die jetzt leichter, sind die stärker, das wird auf jeden Fall auch sehr interessant. Und dann das Top-Thema schlechthin. Heute ist die erste Spotlight-Stunde, die es jemals gab. Von 18 bis 19 Uhr tritt ein Pokémon vermehrt in der Wildnis auf und die erste Spotlight-Stunde ever ist einfach mal mit Onix.
Und dann sehe ich schon wieder so viele Leute haten schon wieder rum. In der einen Gruppe sagen sie, das interessiert doch keine Sau. Und was soll das denn? Und wer braucht denn so einen Dreck? Und drehen total durch. Die anderen, wo man Daumen hoch und runter geben kann, sind so viele Daumen nach unten und nur ein paar Daumen nach oben. Und alle haten rum die ganze Zeit, aber... Mal ernsthaft, was wollt ihr denn in so einer Spotlight-Stunde erwarten? Dass plötzlich überall Milzer sitzt? Ja, das wäre das Beste. Aber alles, was dann in der nächsten Spotlight-Stunde kommen würde, wäre dann ja auch langweilig, weil Milzer war viel besser. Und das ist jetzt scheiße. Also, man kann es euch doch eh nie recht machen. Ihr seid immer nur unzufrieden mit allem. Denkt doch mal so weit. Es gibt Leute, die spielen noch nicht so lange. Es gibt Leute... Die spielen schon länger, die haben aber noch kein Shiny. Es gibt Leute, die haben noch kein Gutes. Es gibt also Leute, die würden sich darüber vielleicht freuen, dass ich sage, hey cool, ich habe bisher noch nie ein Onyx-Nest gehabt, irgendwas. Vielleicht kriege ich ja heute ein Shiny. Dann freuen die sich, dass sie ein Shiny abgreifen. Oder die freuen sich, dass sie ein Gutes abgreifen. Vielleicht braucht jemand noch ein 100%iges. Oder manchen fehlen noch Bonbons zum Entwickeln. Manche spielen noch nicht so lang. Manche finden das Pokémon allgemein einfach cool und nehmen das halt mit, wenn das gerade mal da rumsitzt, farmen ein paar Bonbons. Bonbons, aber wen stört das? Habt ihr denn jetzt einen Nachteil dadurch, dass Onyx eine Stunde vermehrt spawnt? Es ist ja nicht so, dass das ein Event ist von einer Woche und überall nur Onyx sitzt und jedem auf den Sack geht. Es ist eine Stunde und normalerweise gab es diese Stunde überhaupt gar nicht. Sprich, ihr hättet heute normal euren Tag gespielt, ohne dass irgendwas vermehrt auftritt. Und hättet euch ja auch nicht beschwert. Jetzt geben sie euch zusätzlich als Neuerung mal eine Stunde ein Pokémon vermehrt und ihr beschwert euch über diesen zusätzlichen kostenlosen Content, dass ihr das, was kommt, sinnlos findet und ihr was anderes wolltet. Normalerweise hätten sie gar keine Spotlight-Stunde machen brauchen und es hätte sich gar keiner beschwert. Da hätte auch keiner gesagt, boah, es ist aber langweilig, können die nicht mal eine Stunde lang irgendein Pokémon vermehrt spawnen lassen? So denkt doch keiner. Aber sie bieten euch zusätzlich was, wo keiner gezwungen ist, diese Stunde zu spielen oder das wahrzunehmen. Viele hätten vielleicht von, wann ist das überhaupt? 18 bis 19 Uhr, genau. Viele hätten vielleicht von 18 bis 19 Uhr heute gar nicht gezockt. Jetzt kommt Onyx, sie beschweren sich, dass Onyx scheiße ist. Ja, dann zockt doch diese Stunde einfach trotzdem nicht. Wenn ihr sowieso die eine Stunde nichts gemacht hättet, hättet gechillt zu Hause, dann chillt doch weiter zu Hause. Aber lasst doch die Leute, die rausgehen und die Stunde nutzen wollen und gerne spielen und das Shiny noch brauchen oder irgendwas, lasst die doch machen. Aber warum hatet ihr schon wieder und dreht komplett durch? Ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Grund dazu. Also... Leute, denkt doch erstmal nach und gönnt doch einfach mal. Lasst doch einfach mal machen. Es gibt ja auch noch diesen Mystery-Bonus. Der ist ja auch bald. Ich weiß jetzt gar nicht wann. Müsste ich nachgucken. Mache ich aber nicht. Bin ich jetzt faul. Sage ich so, wie es ist. Und das mit dem Spotlight kommt ja noch öfter. Irgendwann ist ein Pokémon dabei, was dich vielleicht interessiert. Aber tausend andere nicht. Und? Dann beschweren die sich und du denkst, hä, seid ihr denn dumm? Das ist doch voll cool und so, das brauche ich noch. Und ein anderer braucht es vielleicht nicht mehr. Also man kann es doch nie jedem Einzelnen recht machen. Denkt doch einfach mal nach. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wieder mal was Neues eingeführt wurde, was sicherlich jetzt öfters kommt und man immer gespannt ist, wie beim C-Day, wo man denkt, boah, was wird das nächste Pokémon? Mal gucken, was da passiert oder was es da gibt. Und das zum Spotlight jetzt auch. Oh, da kommt ein Pokémon, eine Stunde, wer weiß, was daraus noch gemacht wird mit diesem Feature. Vielleicht führen sie irgendwann mal dadurch ein Shiny ein, was es noch nicht gab. Das gibt's im Spotlight jetzt vermehrt und vielleicht könnt ihr einem Shiny begegnen. Und einem, was es eben vorher noch nicht gab. Und seitdem ist es dann im Spiel, ihr habt aber eine Stunde vermehrt Zeit, das einzuführen, weil sie können nicht von jedem einzelnen Pokémon einen C-Day machen, das geht überhaupt nicht. Aber sie könnten über die Spotlight-Stunde auch neue Shinies einführen. Das wäre doch eine gute Sache. Und ich denke mal, zum Anfang ist es eh so eine Art Test mit Onyx, wie kommt das an, spielen die Leute, ist der Anreiz da, keine Ahnung. Und selbst wenn es keine neuen sind, wenn es wechselt, habt ihr immer mal irgendein Pokémon. Onyx ist ja was, was jetzt nicht den ganzen Tag überall rumsitzt. Es ist ja eigentlich eher selten, wenn ihr nicht gerade ein Onyx-Nest irgendwo habt, findet ihr das doch nicht so oft.
Genau wie andere Viecher, die erst selten spawnen, die vielleicht in Nestern nur vorkommen, die aber shiny sein können. Lasst mal Panzer Aeron jetzt erscheinen. Panzer Aeron in der Spotlight-Stunde. Und dann gibt's wieder Leute, die sagen, wer braucht denn so einen Scheiß? Das ist doch komplett nutzlos, das kann man nicht entwickeln. Shiny habe ich auch schon davon, fertig. Aber es gibt so viele Leute, die dann sagen, was, Panzer Aeron, cool. Kann ich Bonbons farmen, kann meine Stahlmedaille voll machen. Ich kann mir noch einen Shiny gönnen, weil bei Onyx ist die Rate ja meiner Meinung nach eh erhöht gewesen die ganze Zeit, da es eben so selten spawnen. Und wenn sie jetzt auch immer noch so erhöht ist, in dieser Spotlight-Stunde werden da viele schön einen Shiny abgreifen und sich freuen. Und wenn dann sowas wie Panzer Aeron kommt, sicherlich auch. Und deswegen geht das auch nicht 3 Stunden, sondern nur 1 Stunde. Aber ihr habt die Möglichkeit trotzdem da was mitzunehmen, das effektiv für euch zu nutzen. Und wer das nicht mag, wer das nicht braucht, wer das hat, wer keinen Bedarf hat, der muss doch nicht spielen. Der macht halt so lange seine Rocket Stops oder der macht so lange Raids oder der kämpft so lange in der Go Battle League oder der brütet einfach Eier oder der macht einfach mal gar nichts. Aber redet doch nicht immer alles tot. Es ist doch so schwachsinnig. Wer weiß, was die Spotlight-Stunde noch bietet, wie das weitergeht, wie sich das entwickelt. Wir werden das im Auge behalten. Ich finde es auf jeden Fall genial, dass immer was Neues kommt von Niantic. Eigentlich fühle ich mich schon überfordert und überladen dadurch, dass immer zu irgendwas anderes kommt. Man kommt überhaupt gar nicht mehr hinterher, wenn man denkt, es ist gerade kein Event, man hat seine Ruhe. Dann hauen die wieder sowas Kleines rein, wo du denkst, du musst an dem Tag, sonst entgeht dir wieder irgendwas. Onyx ist vielleicht jetzt nicht für alle das Interessanteste, aber wenn wieder was anderes kommt, dann, dann denkt man, Mann, ich hab doch, ich kann doch und dann musst du so. Du fühlst dich dazu gezwungen irgendwo dann. Bei Onyx kann man es ruhig angehen lassen, also ich zumindest von meiner Seite aus. Trotzdem sage ich nicht, dass es Schwachsinn ist und niemand braucht. Wieso können nicht mehr so eine Meinung haben? Einfach leben und leben lassen. Wie ist eure Meinung dazu? Wie findet ihr das Konzept der Spotlight-Stunde? Und was sagt ihr dazu, dass es Onyx ist? Braucht ihr noch Onyx? Braucht ihr kein Onyx mehr? Habt ihr schon einen Shiny? Habt ihr noch keinen Shiny? Werdet ihr rausgehen? Werdet ihr die Stunde spielen? Oder sagt ihr, nee, ich lasse die anderen spielen, ich brauch's nicht. Aber wie ist eure Meinung zur Spotlight-Stunde und zum Onyx als erstes Pokémon? Das war es eigentlich von meiner Seite aus. Ich habe sonst nichts mehr dazu zu sagen. Leben und leben lassen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Heute Abend kommt dann noch eine besondere Folge, ob ich das Unmögliche geschafft habe. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.